Die USA, Ägypten und Katar haben Israel und die Hamas aufgefordert, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza wieder aufzunehmen. Die neue Verhandlungsrunde solle am 15. August entweder in Doha oder Kairo stattfinden. Ein Rahmenabkommen liege nun auf dem Tisch und es müssten nur noch die Details der Umsetzung geklärt werden, erklärten sie. Es sei an der Zeit, die Geiseln freizulassen, mit der Waffenruhe zu beginnen und dieses Abkommen umzusetzen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bestätigte bereits, Vertreter zu dem Treffen am 15. August entsenden zu wollen.